Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Dr. FIFA. Ja Leute, es geht wieder los mit meiner eigenen Spielerkarriere. Leider ist gerade mein PC abgestürzt, keine Ahnung warum. Es ist noch nichts weiter passiert, ich habe die ganzen Spiele übersprungen, die ich in meiner Verletzung noch hatte. Und wir haben gerade in den Aktivitäten hier etwas verfügbar, das würde ich jetzt mal kurz noch erledigen. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann haben wir noch andere Sachen verfügbar. Und ich habe mir ja schon mal aus. Ich würde das einfach mal machen. Allein Motivations. Kurs teilzunehmen, das kriegt gute Punkte. Muss ich mal so sagen. Und das nächste Spiel ist gegen den Erzgebirge Aue. Und ich soll sagen, wir sehen uns dann im Game. Let's go. So Leute, wir haben hier ein paar Punkte bekommen vom Trainer. Für das gute Training. Und ich würde sagen, wir gehen ins Game. Leute, wir werden da 84 Minuten eingewechselt. Und das mit einem einzigen Spielstand für uns. Und ich hoffe, ich kann noch das Team retten. Und ein 2:0 für uns machen. Da werden wir eingewechselt. Let's go. Welches Team nehmen wir? Ich muss sagen, wir nehmen ein 6,5er. Jawohl. Aue kommt rein. Oh mein Gott, das war nochmal knapp. Fast das Gegentor gefangen. Leute, wir haben jetzt das erste Mal den Ball. Spielen durch. Und irgendwie kommt er nochmal zu uns. Oh, schade. Weg! Ich hab grad gar nichts gemacht, Leute. Hilfe! Leute, wir setzen uns da durch. Setzen uns immer noch durch. Ich weiß nicht wo in den Ball. Dann halt einfach selber schießen! What a Tor! Halleluja! Das nach einer Verletzung! Das ist ein Knaller. Der kann den Männer nicht fahren. Leute, wir bekommen wieder den Ball. Ich will ihn durchstecken. Aber was machen wir da? Es ist ganz viel rumgekrümmelt. Ah. Oh, stark von mir. Und ich passe rüber. Und das ist die Vorlage. Und damit haben wir ein Tor und eine Vorlage in diesem Game geschafft. Leute, Spiel zu Ende. Wir haben ein 10,0er Rating bekommen. Und das ist top. Also eine Vorlage. Und das in 7 Minuten. Wir haben Duisburg wieder zum Erfolg gebracht. Let's go. Leute, wir haben 25 Trainerpunkte bekommen. Persönlichkeit 146 Punkte. Und Spielerentwicklung 2229 Punkte bekommen. Let's go. So Leute, wir haben eine neue Aktivität. Entweder gute Spielerleistung oder entwickelt beim Boss. Es ist schwierig zu machen, spielen den Boss, aber wie deine Leistung noch immer kommen, der hat seine Leistung nicht. Wie ich was sagen, wir spielen den Boss. Das gibt gute Manager-Punkte. Wobei nämlich wieder in die Startelf und wir wollen sagen, wir sehen uns beim nächsten Training und spielen. So Leute, wir haben wieder ordentlich Punkte bekommen nach dem Training. Und dann würde ich sagen, wir gucken nochmal die Aktivitäten, da kriegen wir nochmal was. Und dann ist die gute Spielerleistung und dann nehmen wir lobe deine Mitspieler. Boah, würde ich immer mal so sagen. Leute, nächstes Spieltag, wir werden da 64. Minute eingewechselt gegen Freiburg 2 und wir gehen hinein. So Leute, es geht los.
kein Gegentor, kein Gegentor. Warum kassieren wir den jetzt im Gegentor? Mann. Leute, wir passen den Ball in die Ohren. Was machen die? Wir passen den Ball so gut und dann ist das wie Regionalliga aus Mallorca-Halbspiel. Wir brauchen Sieger, um aufsteigen zu können. Wir wollen aufsteigen, das ist unser Ziel. Leute, wir kriegen wieder den Kander. Oh. Wir hätten zwar die Grottenleistung nach dem easy 3-0 gegen Aftenburg aus. Leute, wir verschießen. Oh Mann. Aber Freiburg kriegt die gelbe Karte. Leute, ich mache einen guten Pass nach vorne, aber wir kriegen es wieder nicht geregelt. Oh, was machen wir für einen Schuss? Verschießen. Komm, gib mir mal den Ball in die Mitte. Ich hole ihn wieder. Doch, nee, auch. Was machen wir denn? Ich passe den Ball einmal nach drüben. Ich eröffne erstmal die Spielzug und dann. Es kann so nicht sein, dass ich dann weggekriegt war in letzter Sekunde. Der Ball kommt irgendwie zufällig dorthin und ich darf uns wieder nicht den Ausgleich zu haben. Okay, ich muss jetzt die Ecke erzielen. Ich bring den ganz komisch rüber. Aber wenn es hilft, das kann doch nicht sein. Nee. Ganz komische Ecke reingebracht. Unser Torhüter ist noch mit draußen. Jetzt müssen wir ihn verteidigen. Hier, ich stehe in der Mitte frei. Und ich schieße das 1-2 in allerletzter Sekunde. Was macht ich hier? Guckt euch diesen traumhaften Schuss an. Let's go, Leute. Das ist krank. Und damit geht das Game mit einem 1-1 zu Ende. Nochmal alles reingelegt in das Game. Let's go! So Leute, wir sind wieder fast in der Startelf. Wir haben alle Ziele erreicht. Ihr seht es 3 von 3. Aber ich sage, wir kommen nochmal zum letzten Spiel heute. Leute, neue Aktivität. Bericht aus der Kabine, unterhalte dich mit dem Boss. Oder alle Spieler stehen hinter dem Boss. Ich würde sagen, wir machen mal alle Spieler hinter dem Boss. Es gibt gute Punkte. Hier sind die ganzen Nachrichten. Es wird vielleicht immer viel schief, aber es ist gut, dass du was. Und jetzt würde ich gleich mal sehen, wie die Geschichte weitergeht. Und Leute, ihr seht, wir sind ganz knapp nicht in der Startelf. Ganz, ganz, ganz knapp. So Leute, wir werden da 30 Minuten eingewechselt gegen TSV 1860 für München. Let's go. Das sind unsere Ziele. Team kann Rating erreicht einfach so 50% und schließt ein Pässe in der eigenen Hälfte ab. Das machen wir, denke ich mal. Let's go. So, wir bekommen gleich mal den Ball. Wir passen gleich mal nach vorne. Das ist ein guter Konter. Oh, und da geht knapp vorbei. Sind auf alle Fälle die spielstärkste Mannschaft aktuell. Kopfball! Aber die Gegner kommen. Die Gegner kommen richtig gefährlich. Aber abgeblockt. Weil er geht ganz weit nach vorne zu mir in die Richtung. Ich bekomme auch den Ball nach einem Pass vom Mitspieler. Was machen wir? Das hat nicht so gut funktioniert. Leute, wir laufen nach vorne und werden wieder umgekehrt. Also, wir kommen wieder nicht nach vorne durch. Jetzt kommen die Gegner, das ist vor unsere Fehler dann am Ende. Die haben das also eingeleitet, aber noch gerade so gerettet.
Ball kommt nach vorne. Leute, der Konter läuft. Und wieder Konter läuft. Die laufen einmal durch und dann das 1:0 in der 76. Minute. Wir machen den frechen Torjubel. Let's go. Schön abgeschlossen. Leute, wir trippeln uns wieder irgendwie durch. Und jetzt habe ich keine richtige Spielidee mehr. Aber ich komme irgendwie durch, aber ab und schade. Komm, ich stehe in der Mitte frei. Die haben wieder andere Ideen. Leute, die Gegner kommen wieder und wir können nichts machen. Aber ab. Der Konter läuft wieder. Wir laufen wieder weit nach vorne, weiter, weiter, immer weiter nach vorne. Oh, ich wollte den Pass den Gegner geben. Ich wollte auch mal, dass die Gegner was machen. Die Mitspieler was machen. Wir kommen da näher ran, schade. Machen. Leute, und wir gewinnen mit 1:0 gegen TSV 1860 München. Let's go! Leute, wir haben zwei Sachen erfolgreich erledigt und haben damit jetzt die Startelf erreicht. Ja Leute, mit diesem letzten Spiel sind wir in der Tabelle auf Platz 6 gelandet. Es fehlen 10 Punkte zum Aufstieg. Es ist machbar, wenn wir jetzt dranbleiben, schaffen wir das. Aber das wird mal eine harte Aufgabe. Wir haben 17 Spiele erledigt jetzt schon. Lasst euch einen fetten Daumen nach oben da, abonniert dann diesen Kanal, wenn ihr nicht solche Folgen noch verpassen wollt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.